So, und damit herzlich willkommen bei Forewarned. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme es jetzt solo nochmal auf. Ich hatte erst gedacht, okay, komm, nimmst du es mal mit dem SOW zusammen auf. Leider sind die Aufnahmen dermaßen verkackt mit dem Sound und so weiter. Da müssen wir nochmal rumprobieren. Wir wollen auf jeden Fall ein gemeinsames Let's Play mal machen. Aber ich dachte jetzt, komm, jetzt nimmst du einfach mal solo auf. Das hat ja auch erst vor kurzem ein neues Update gekriegt und ich dachte einfach mal, komm. Du machst doch so gerne Challenges bei solchen Games, auch bei Phasmo zum Beispiel. Phasmophobia habe ich ja auch mega viel gespielt. Habe ich mich mega viel mit Geistern und so weiter auseinandergesetzt und sowas. Und jetzt dachte ich mache auch hier mal eine kleine Challenge. Gerade jetzt mit dem neuen Update. Lost Room. Wie man sieht, ich bin auch schon ein bisschen höher vom Level. Ich habe schon gut gesuchtet, sage ich mal. Gucken wir doch mal. Und zwar Brutal. Mit Timer. Large. Keine Medikits, kein Blessing. PvP ist eigentlich scheißegal. Und also eine Brutal Large Map mit Timer. Und ich will halt alle Objectives machen und auch die Verbannung und so weiter. Was ja neu drin ist mit der Verbannung und sowas. Hab jetzt auch endlich rausgefunden, wie das funktioniert und auch selber rausgefunden. Ich hatte immer den Altar und so weiter gesucht und derweile musste man da wirklich in so ein Feuer reinlaufen, sozusagen, damit man sich dahin teleportiert. In dem Sinne. Forewarned. Wird immer verglichen mit Ägypten, Phasmophobia. Es hat gewisse Ähnlichkeiten, aber von gewissen Zielen und so weiter ist es natürlich komplett anders. Beziehungsweise anders gemacht. Okay. Wir haben 7 Minuten, um rauszufinden, was für ein Mage wir haben. Ich gucke mir auch gleich noch die Objectives an, was es so gibt. Das, das, dann, das, das, das. Ich überlege jetzt gerade Kompass und das. So, wie sieht's aus? Ja, 98% der Map. Das ist viel. Dokument Engine, Verify Reports of Past Explorations. 505 Gold, 2 Lore Pages. Okay. Also das, ein Großteil der Aufgaben muss ich machen, während das Vieh umherstreift, was, wen auch immer wir hier haben im Dungeon. Aber ich werde zumindest schon mal ein bisschen was in der Umgebung aufdecken. Und los geht's, rein hier. Oh, sollten schon anschalten. Haha, ich alter Profi. So. Dann gucken wir uns doch gleich mal ein bisschen hier um. Haben wir eine Mumie drin? Nein, haben wir nicht. Wieder zu. Hier haben wir eine Mumie. Da haben wir ein Foto von. Bringt extra Punkte und Geld. Oh, wir haben. Oh, okay, wir haben Erdbeben. Sobald man Erdbeben hat, kann man immer gleich einstellen: Vocal Response, Tremors und Radioactivity, weil das haben die vier alle gemeinsam. Also es ist schon mal nicht Rathaus, da bin ich schon mal froh drüber. Gott, Rathaus ist wirklich aus meiner Sicht immer noch das Schwierigste von allen. So, durch die erste Falle laufe ich immer durch. Bei der zweiten warte ich dann, bis es losgeht. Zack, zack. So. Versuchen wir gerade so ein bisschen was zu. Ah, hier ist die Zelle, alles klar. Ich mache auch noch keine Fackeln an, wie man vielleicht gerade ein bisschen gemerkt hat. Einfach nur, weil es gibt ja gewisse Magis, wie zum Beispiel Necrif oder auch Talgor, die Feuer absorbieren. Beziehungsweise Necrif tötet dich, wenn du im Licht stehst. Und wenn ich dann hier überall die Fackeln anmache, ist nicht so praktisch. Und Talgor wird. Ich weiß nicht genau, wie das bei dem funktioniert, aber ich glaube, der wird durch sowas dann schneller, wenn der Feuer absorbiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war es. Dass der durch Feuer schneller wird und halt schneller auch auf dich aufmerksam. Komm, rennen wir mal mit dem Ding hier gleich rum. Da ist der Mitscher in seiner Geisterform. Disturbed Toms ist das hier. Sonst, wie es aussieht, nichts weiter.
Aber wer kann es jetzt noch sein? Deacon oder Necrith? Das machen wir mal schön wieder zu. Ich habe nämlich keine Lust, dass hier Mumien rumrennen, wenn es Deacon ist. Deswegen mache ich einen Großteil davon zu. Und ich kann die Fackeln immer noch nicht anmachen. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. Das heißt, gegen Necrith werde ich unbedingt mein Tablet brauchen. Weil Necrith darfst du kein Licht anmachen und hier brauchst du auch ein Tablet. Über diese Schlucht kommt man mit einem Tablet drüber, weil dann sieht man einen unsichtbaren Weg, sage ich mal. Die Geräuschkulisse ist... Also Deacon will sich noch Footsteps zum Beispiel. Das war jetzt Electronic Disturbance, also wenn er so deine Lampen außen anmacht. Die Geräuschkulissen sind so gut gemacht inzwischen in dem Spiel, die haben ja wieder einige eingebaut. Da sind zum Teil Geräusche dabei, Alter, die geben mir sogar eine Gänsehaut, ey. Und ich bin da eigentlich schon durch Phasmo und so richtig abgehärtet. Phasmo habe ich 400 Stunden drin. Okay. Bleiben schon mal hier in der Nähe jetzt. Nichts drin. Scheiße. Schiff. Hier ist er wieder irgendwo. Destruction. Haben auch beide. Komm schon. Das haben wir alles schon. Das ist wieder Electronic. Footsteps, es ist Deacon. Okay, alles klar, Deacon. Bei Deacon ist ganz wichtig, keinen Lärm zu machen, also absolut gar keinen Lärm machen. Man muss wirklich aufpassen. Nicht rennen, also ich empfehle nur zu gehen. Tablet werde ich auf jeden Fall brauchen, wegen dem einen Raum. Das werde ich vielleicht... Oh scheiße, es wird so einen Fallenraum vielleicht geben. Da muss ich echt aufpassen, wo der dann ist. Okay. Gold, das holen wir uns gleich mal. Deacon. Okay, Deacon. Ein Foto von ihm muss ich machen. So schnell wie möglich den hier aufmachen, weil der hört auch, wenn du einen Sarkophag aufmachst. Oh nein, Schlüssel. Oh Gott, das wird eine sehr, sehr lange Runde. Ich muss auch noch Schlüssel sammeln. Oh Gott, wird das eine lange Runde. Okay. Man hört ihn schon. Das ist das Gute an Deacon. Man hört ihn wirklich von Weitem. Er ist auf brutal trotzdem leiser. Okay, 2 Schlüssel haben wir schon mal. Okay, weißt du was? Ich weiß ja, wo das Zeug ist. Ich lasse es jetzt erstmal hier. Und hol's mir später. Weil da weiß ich wenigstens, wo es ist. Und die Mumie hier will ich gerade gern mal loswerden. Bevor die mir nachher auf den Sack geht. Nein, 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 du haust mich nicht, mein Freund. Okay. Ganz slow und steady. Das kriege ich hin. Ich pack das. Gegen Deacon bin ich eigentlich immer ziemlich gut. Einfach nur nichts überstürzen gegen ihn. Wirklich schön gemütlich gegen den spielen. Auch Necrith finde ich zum Beispiel jetzt nicht so schlimm. Der ist... auf jeden Fall der Spannste und ich glaube, ich habe den Hebel schon gesehen. Oh, er kommt irgendwo. Ja, hier ist der Hebel. Ganz wichtig, auch keine Hebel aktivieren, wenn er in der Nähe ist. Weil der kann hören, wie du den Hebel aktivierst. Ich glaube, der ist gerade weit genug weg.
So, jetzt haben wir einen Eingang schon mal geöffnet und wir haben die Zusatzkammer jetzt geöffnet. Der blaue Hebel, der spawnt immer irgendwo random. Also du weißt nie, wo der ist. Deswegen kannst du auch niemals zu 100% sagen, okay, ja, alles klar, ich renn gleich da und dahin und mach alles. Nee, nee, du brauchst. Es kann irgendwo random sein, das war eigentlich schon, ich sag mal, fast dummer Zufall, dass ich den so schnell gefunden habe. Du kannst dich manchmal auch Blöde suchen. So, das erste, was ich jetzt hinter mir haben will, ist das Foto von Deacon. Ich will unbedingt ein Foto von ihm. Dann kann man das hier gleich mal ablegen. Da haben wir schon mal eine Page. So, dafür brauche ich das Radio. Und das. Ach, das Tablet habe ich einstecken, stimmt. Hä? Hatte ich das vorhin so auch einstecken? Gott, ich bin gerade so durch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es einstecken hatte, als ich beim Feinraum war. Dann merkt man, was für eine. Und da haben wir das Foto von ihm. Sehr, sehr gut. Okay, das haben wir. Das ist übrigens Deacon. Und da merkt man schon, was für eine übelste Hörreichweite der zum Teil hat. Ich hoffe, er ist weit genug weg. So, jetzt haben wir auch einen Schatzraum geöffnet. Irgendwo ist jetzt ein Schatzraum offen. Hier waren wir schon mal, aber ist egal. Ich gehe jetzt mal kurz in der Ecke und guck mal so ein bisschen nach Objectives. Also Gold haben wir noch nicht. Lore Page brauchen wir noch eine. 98%. Die Hieroglyphen müssen wir auch noch fotografieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, sowas hört er nicht. Ja, mal wieder sowas. Sehr gut. Brauchen wir. Wir wollen ja wirklich alles machen. Einmal hier in der Ecke. Bis hierhin läuft er nicht. Er ist wieder zurück. Auch nicht mit der Fackel schwingen und sowas. Auch das kann er hören. Also. Aber der ist wirklich komplett blind. Also, der kann vor dir stehen, der sieht dich trotzdem nicht. Und? Noch. Okay, jetzt haben wir schon mal alle drei Schlüssel. Hier haben wir noch eine Page. Davon muss ich ein Foto schießen. Okay, er hat es nicht gehört. Dann müssen wir jetzt nochmal hoch. Wir haben schon mal drei Schlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch drei Amphoren noch. Eine wird wahrscheinlich über dem Boden da sein, wo hier diese unsichtbare Brücke ist. Und zwei ja noch irgendwo verteilt. Eine wird wahrscheinlich in dem Fallenraum sein, stimmt. Da gibt es doch noch diesen, also nicht Fallenraum, sondern das Gefängnis. Und dann ist eine wahrscheinlich random noch irgendwo. Ja. Ich glaube, drei ist das Maximum immer. Dann haben wir schon mal drei. Low Pages Hammer. Das Relikt haben wir ja eh. Und die Map müssen wir ja eh noch aufdecken. So. Also, läuft gut bisher. Also, jetzt nur keine Scheiße bauen. Alter, der hat mich wirklich hier draußen gehört, ne? Krass. Also, den haben sie definitiv irgendwie gebufft. Wieso hört er mich gerade? Ist hier irgendwas an? Nee. Ich glaube, der ist gerade buggy. Okay, ich muss jetzt kurz safe gehen, weil das war gerade richtig komisch. Ich habe keinen Bock, dass der mich gerade wegen einem Bug irgendwie killt.
dass der mich dauerhaft gerade hört. Das sieht nicht mehr danach aus. Ich bleib mal kurz hier am Eingang stehen und warte einfach mal. Ich glaube, er hat jetzt meine Fährte verloren. Also da sind wir lang, da haben wir, glaube ich, jetzt alles. Wo ist er? Boah, das macht mich jetzt gerade voll nervös, ne? Nein. Muss Schluss werden. Okay, ich glaube, er hat mich verloren. Gehe ich einfach mal jetzt hier lang. Das ist im Übrigen der Weg zur Verbannung. Das hier. Oh, ist hier noch ein Relikt? Das könnte das Random-Ding sein. Ja. Okay, alles klar. Das lasse ich gleich mal hier. Weil ich werde es eh hier gebrauchen können. Zack. Und den Schlüssel auch. Muss ich noch irgendwas fotografieren? Das kann ich noch machen mit der Prison Chamber. Das auch. Und das machen wir auch noch sehr gut. Und die Map müssen wir halt noch aufdecken. Der ist hier irgendwo. Nur keine Scheiße bauen jetzt, ey. Es ist wirklich ganz wichtig, Ruhe bewahren und keine Scheiße bauen bei Deacon. Einfach nicht rennen. Da ist er. Ah, der geht gerade genau da lang, wo ich auch lang wollte. Dreht um. Oh. Der hört mich hier irgendwie am Eingang immer. Ich verstehe nicht warum. Keine Ahnung gerade warum. Ich lege jetzt mal sogar noch das Ding hier ab. Ich habe keine Ahnung jetzt warum. Vielleicht kann der das Ding irgendwie aufspielen. Ich habe keine Ahnung gerade. Das ist mega strange. Da waren wir überall schon. Hier war die Kammer. Ist was, dann holen wir jetzt einfach mal aus der Kammer die ganzen Sachen hier. Das waren die zwei Schlüssel, das Relikt und... Trotzdem mal hier rein. Nee. Okay. Oh, Alter. Oh. Auch wenn Deacon mit, wenn du dich einfach konzentrierst, der einfachste ist. Ich finde das so mega krass, dass jeder so seinen eigenen Stil so hat. Also so richtig eigenen Stil, wie du gegen die vorgehst. Gegen Rathos rennst du hier durch die Gänge zum Teil. Musst halt auch ein bisschen gehören. Du kannst den Rathos zum Beispiel auch gut hören. Was mache ich denn gerade? Alter, ich bin so behindert. Ich sollte aufhören zu rennen, auch hier draußen. Den kannst du nur sehr schwer hören, den Rathos. Gegen Necrath kannst du komplett rennen, du darfst nur nicht in der Arme rennen, weil das sich halt immer teleportiert und musst alles an Licht halt ausmachen. Gegen Talgor rennst du auch viel, weil den hört man eigentlich gut, aber den siehst du halt auch nur mit einem Tablet. Und gegen Ophrys finde ich eigentlich auch sehr einfach, weil der hat keine gute Sicht oder irgend sowas, sondern... Der stalkt dich halt dann einfach nur, wenn er dich erstmal gesehen hat. Ansonsten finde ich Ophrys jetzt nicht wirklich gefährlich. Ich denke mal, hier werden noch... Der ist da irgendwo. Ich denke mal, hier werden noch ein, zwei Mumien noch sein. Weil das waren, glaube ich, vier Stück in dem Raum hier. Deswegen werden hier wahrscheinlich noch irgendwo welche rumgucken. Da ist noch eine Page. Okay, die holen wir uns mal. Gucken
mich überall nochmal um. Kleiner Bug, man kann hier hinten in den Tunnel gucken, wenn man so ein bisschen steht. Ob man damit auch die Matches sieht, müsste man mal testen. Auch hier nicht durchrennen. Okay, warte mal, von wo kommt er? Er kommt von links. Wenn er jetzt hier abbiegt, geht er an mir vorbei. Einfach stehen bleiben. Oh! Okay. Das hätte aber nichts gebracht. Okay, die haben den seinen Wirkungsbereich erhöht. Normalerweise konnte der dich auch nur mit dem Fuß oder so berühren. Ja, gut, war eine blöde Position da, aber da hätte ich glaube ich auch nichts machen können. Weglaufen bringt nichts, der Eingang war zu weit weg. Und an den Rändern warst du damals normalerweise safe. Schade, schade, schade. Aber ich lasse mich davon natürlich nicht beeindrucken. Auf zur nächsten Runde. Das war jetzt wirklich ein bisschen unlucky, dass der genau in dem Moment halt in den Gang kam. Aber da hättest du wirklich einfach, in dem Moment kannst du nichts mehr machen. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt irgendwie Rathaus oder so krieg, weil auf den hab ich wirklich gerade keinen Bock. Das gegen Rathaus ist wirklich einfach nur stressig. Nee. Auch auf die Map habe ich gerade keinen Bock. Die neue Map ist mega geil. Das ist diese neue Map. Aber die ist bockenschwer. Es ist so schon schwer auf Brutal und mit Timer. Und die neue Map noch, das... Nee, vergiss es. Die ist so dermaßen schwer. Weil auf der neuen Map kommen drei Krokodile noch. Wo zusätzlich auch noch die Schattenmonster spawnen. Und Mumien auch noch rumlaufen können. Also du hast einfach drei Gegner und du kannst die Krokodile nicht irgendwie, die sind trotzdem, wenn der Mädchen erstmal gespawnt ist, sind die trotzdem da. Und du kannst Krokodile nur mit dem mit einer Fackel abwehren. Und wenn du aber Necrif hast, wo du komplett im Dunkeln sein musst, hast du keine Chance da zu überleben. Null. 0% Chance, das irgendwie zu schaffen. Weil du musst die Fackel aushaben, aber dann killen dich die Krokodile. Wenn du die Fackel anhast, killt dich der Necrif. Also, ich glaube, das müssen die noch irgendwie ändern. Ist unmöglich, das zu schaffen. Gegen Necrif. Also, du hast halt viel Glück. Halt, warte, ich hab die falsche Reihenfolge. Ich will ein Fotoapparat hier. So, zack. Wieder 98%. Krass, ey. Ich empfehle mal, mit dem Ding hier anzufangen. Erdbeben findest du meistens relativ schnell, wenn du welche hast. Der einzige, der sie ja nicht hat, ist, ist eben Rathaus. So, wir haben nochmal das gleiche Dungeon. Alter, hier haben wir gleich die Kammer, das ist schon mal gut. Und sobald er halt auftaucht, am besten alle Sachen einschalten, hinlegen und einfach mal warten, auf, was der aktiviert. Insgeheim hoffe ich halt, dass ich nochmal Deacon krieg. Das wäre geil. 1:0 für Deacon, auf jeden Fall. Ah, und wir haben Beben. Alles klar. Demnach wieder so wie üblich, das... Da kommt er. Oh, Metallic. Necrif oder Ophrys. Okay, ich muss sagen, beide sind okay. Gegen Necrif wird es nur schwierig, alle Sachen zu finden. Weil du dann halt mit einem Tablet und dann nachts sich die ganze Zeit rum... Oh, hallo. Ich nehme doch auch gleich mal mit. Jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, dass es relativ einfach, die zwei zu unterscheiden.
Bei Ulfric hast du zum Beispiel Wiederbelebung, was Necrif aber nicht hat. Ulfric hat auch zum Beispiel Footsteps, was Necrif nicht hat. Also kriegt man relativ gut raus zwischen den Zweien. Wo ich es ein bisschen schwieriger finde, ist zwischen Necrif und Talgor. Die haben richtig viel gemeinsam. Und Magnetik haben beide. Flames haben auch beide. Electronic hätte nur Necrif. Okay, also Electronic kriegt man auch immer nach einer Zeit. Ach, wir haben wieder den Raum. Okay, da müssen wir unbedingt noch rein. Okay. Insgeheim hoffe ich ein bisschen auf Ulfric, weil gerade für die Aufnahme ist das natürlich ein bisschen besser mit dem, weil man dann mehr sieht. Aber wenn es jetzt Necrif ist, mache ich den natürlich auch. So, das ist immer so ein extra Artefakt. Und die Seite legen wir auch gleich mal ab. Ich könnte natürlich auch mal fix einen Radar machen. Und einen Radarcheck einfach. Ich glaube, die haben nicht beide Radar. Ne, Ulfric hat nämlich nur einen Radar. Viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten, passt. Alles easy. So, gucken wir einfach mal, ob wir eine Radaraktivität kriegen. Wenn nicht, ist es höchstwahrscheinlich Necrif. Necrif ist der passivste von allen, finde ich, in dem Sinne. Weil Necrif greift dich halt nur an, wenn du das Licht anmachst. Oder wenn er halt genau auf dir spawnt. Die Chance ist geringer, das kann passieren. Und dann war es das sowieso gleich. Aber ansonsten greift er dich nie aktiv an, sondern der beobachtet dich einfach nur. Wir haben auch bisher kein Radar. Ich warte mal noch ein kleines Stück. Ich glaube bald, dass das Necrif ist. Dann brauchen wir unbedingt das Tablet. Nix. Okay. Den können wir auch schon mal weg. Da hat man so viel Glück in der letzten Runde eigentlich. So, wo ist denn jetzt eigentlich nochmal die innere Kammer? Ich hab's schon wieder total vergessen, ey. Hier ist er. Ich glaube, dass das Necrif ist. Zeit haben wir noch? 1 Minute 50. Ich habe jetzt mal die Fackel hier angemacht, einfach nur. Okay, da ist er mir vorbei. Hat jetzt gar nichts gemacht. Das haben wir schon. Aber auch keine Footsteps und kein Radar. Deswegen glaube ich Necrif. Wir warten jetzt noch kurz ab. Da ist er nochmal. Warten wir jetzt nochmal ab. Gut, dass die mich nicht sehen. Nix. Einfach nix. Der macht nix. Oh,
keine Footsteps, kein Radar. Es muss Necrof sein. Wehe nicht, ey. Wehe, der hat mir nie Footsteps gegeben. Okay. Auch das Licht hier drinnen kann dich instant killen. Deswegen so schnell wie möglich alles hier rauspacken. So, jetzt heißt's Ohren auf. Und während der Typ mich hier stalkt, ich hoffe, ich pack das gegen den, ey. Das wird jetzt echt eine Session, ne? Man hat leider wirklich nur den Radar jetzt. Ich muss erstmal zum Eingang. Da ist er. Und das meine ich halt, er ist wirklich der Passivste in dem Sinne. Er greift nicht aktiv oder so an, er guckt dich halt nur die ganze Zeit an. Schon mal drüber, ja. Und hier haben wir wieder eine Amphore, okay. Nummer 2. Sobald ich den blauen Hebel hab. Der ist hier gleich. In der Ecke. Da. Die Klauen von dem, ey. Man soll ihn auch nicht anstarren. Ich weiß nicht, wie lange man ihn angucken kann, bis er ihn killt. Jetzt ist er gerade mal weg. Am besten immer an Wänden lang, weil meistens spawnt er irgendwo mitten in einem Raum. So. Ich leg das Zeug mal. Also die Dinger mal. Lege ich mal hier hin. Ja, man sieht jetzt gerade nichts. Aber ich leg halt nur das Zeug ab. So. Das war jetzt sehr riskant, was ich gemacht habe, aber ist mir egal. So, die Seite lege ich hier hin. Die muss ich ja eh ins Auto. Und weiter geht's. Ah, jetzt geht's wenigstens ein bisschen schneller in dem Sinne voran. Weil, hatte ich ein Foto von der inneren Kammer gemacht? Oh Gott, scheiße, ich weiß es gerade nicht. Da steht er mitten im Gang. Das sieht man gerade. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das ist schon voll creepy. Wie der auftaucht und einfach wieder verschwindet. Und da steht er wieder. So, rechts von mir. Also ja, ich empfehle unbedingt 3D-Kopfhörer in dem Spiel. Genau wegen sowas. Jetzt müssen wir aber auch nicht die Schlüssel sammeln. Diesmal ist es ein anderes Rätsel. Oh, der ist gerade direkt an mir vorbei. Oh Gott. Ich muss ja alles mitnehmen. Ich wollte es ja. Und ich muss das sogar. Oh Gott. Ich hasse diese Art von Falle. Und jetzt noch. Ich kann das nicht machen, während der hier ist, ey. Sonst laufe ich dem vielleicht noch in der Arme, weil er gerade irgendwie hier spawnt. Okay, jetzt komm. Nein, doch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die hat es nicht ausgelöst. Okay. Da geht einem halt wirklich die Düse, ne? Bei so einem Scheiß. Und wir mussten wirklich hin. Dritte, okay. Jetzt noch einer. Also. Ich geh mal hier an den Rand. Weiter. Hier am Rand.
ist er hier links irgendwo. Da steht er am Eingang. Ich warte mal noch, bis er weg ist. Da ist er, okay. Dann schnell, schnell. Einmal hier durch und hier in der Ecke. Und warte mal, das Relikt kann ich eigentlich auch gleich mal hier hinlegen. Okay. Ich habe noch nicht einen blauen Hebel gefunden. Muss aber ehrlich sagen, ich weiß jetzt noch gar nicht so richtig, wo war ich denn jetzt und wo nicht. Oh, da ist er. Nicht angucken. Minecraft, du bist wunderhübsch, aber es ist verboten, dich anzuschauen. Ein Foto kann man auch nur machen, indem man am Eingang steht. Also hinter dem Torbogen, weil dann... Oh! Mein lieber Scholli. Ja, ich muss hier aus dem Raum raus, dann spawnt er immer hier irgendwo in dem Raum oder gleich davor. Das spawnt immer ein bisschen in deiner Umgebung, wenn du Solo spielst halt. Er ist definitiv immer in deiner Nähe irgendwo. Also ich brauche noch eine Amphore. Typen geht einem aber trotzdem ein bisschen die Düse. Weil das ist schon, du bist ja im Stockdunklen nur mit diesem Ding da unten, ne? Das ist halt schon... Das ist schon ein heftiges Feeling eigentlich. Im Stockdunkeln und du weißt, hier stalkt dich irgendwas. Ich brauche erst den blauen Hebel, dann kann ich gucken, wie es mit meinen Objectives aussieht. Ich gehe wirklich auf den Schachbad. Einfach nur, weil wir schon wieder so weit sind. Ich habe keine Lust, nochmal zu sterben gerade. Da ist er wieder irgendwo, hinter mir. Okay. Okay, hier ist noch Gold. Links gerade in dem Gang ja, in der Sackgasse. Ich bleib mal hier an der Ecke stehen. Okay, jetzt kommen wir gleich mal hin, dass wir hier aus dem Gang rauskommen. Weil in solchen engen Gängen ist es wahrscheinlicher, dass er auf dir spawnt, als in so einem großen Raum. Er ist genau an mir vorbei. Irgendwo hier links. Oh, du Schwede. Und das meine ich. Oh, Alter, war das knapp. Oh, deswegen immer an der Wand bleiben. Die Chance ist relativ niedrig, dass er an der Wand spawnt. Es gibt, die Chance ist natürlich auch da. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit gegen den. Aber sie ist wesentlich niedriger. Schlufen hat das komplette Ding ab, einfach nur wegen Aufdecken. Ist rechts von mir irgendwo. Bitte töt mich nicht, Necrof, ey. Sei lieb. Am Vorher? Nein, scheiße. Oh, verdammt. Nur noch ein Zettel. Ja, wir haben alle vier. Okay, okay, okay. Blauer Hebel noch. Und Objectives. Aber wo ist der blaue Hebel? Sind wir mehr? Oh! Oh! Alter! Ich dachte gerade, er ist hinter mir, aber dabei stand er dort. Necrof, Alter.
Du Sackgesicht. Mach mich nicht fertig. Wo ist der verdammte... Jetzt siehst du, jetzt geht's nämlich wieder los. Wo ist der verdammte blaue Hebel? Jetzt habe ich alles an Sachen. Aber mir fehlt der blaue Hebel diesmal. Da ist er. Oder? Hä? Ach, da, an der Wand. Negrev, bitte kill mich nicht. Okay, 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 okay. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wo es zurückging. Ging es hier zurück? Ich glaube nicht. Nee, hier war das. Irgendwo da. Also war der an der Wand, wo ich schon mal. Oh! Okay, ich wusste jetzt echt nicht, dass das hier ist. Okay. So, okay, okay, okay. Also, wir haben alle am Vorn. Und jetzt gucken wir mal wegen Tasks. Major Inner Tomb. 98% muss man aufdecken. Oh, Foto von der Mumie habe ich auch noch nicht gemacht. Oh Gott, ich Idiot. Oh, oh Gott, ey. Wir haben noch nicht 98% aufgedeckt. Mal gucken, wie viel haben wir denn. 89%. Oh Gott, die letzten 10% finden. Okay, das erste, was wir jetzt machen, ist ein Foto von ihm. Wenn er hier irgendwo ist. Er ist genau hier drunter. Sobald er hier irgendwo auftaucht, mach schon ein Foto von ihm. Das ist der einzige Weg, wie du auf brutal ein Foto von ihm machen kannst. Es geht nicht anders. Wenn du das im Dungeon probierst, killt er dich. Egal wie weit weg der steht und das Foto zählt. Er sieht diesen Lichtblitz vom Fotoapparat und killt dich. Da steht er, aber das ist zu weit weg. Das wird nix. Komm mal hier vor, mein Freund. Hier rechts irgendwo. Das kann jetzt leider ein kleines Stück dauern. Ich will das unbedingt jetzt schaffen, ey. Das hat gezählt. Da sieht man gleich mal so ein bisschen. Hat so einen Sarkophag auf dem Rücken. Das ist wie so eine Art Ratte oder irgend sowas ist das. Okay. Ich glaube, das hier darf man auch nicht aufmachen. 423 Gold. Das Relikt haben wir ja. Inner Tomb. Muss ich auch noch fotografieren. Also, den habe ich auch vergessen zu fotografieren. Das Ding da. Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir eine Mumie. Also mir vorbei. Okay. Sag mir bitte, dass hier eine drin ist. Ja, okay. Müssen wir kurz warten, bis ich ihn nicht mehr höre oder noch ganz leise. Für ein Foto. Oh, Necris. Okay, wir haben die Aufgabe mit dem Gold auf jeden Fall. Was? Was war das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Oh, mach doch sowas nicht. Steht direkt vor mir. Alter, mach doch sowas nicht. Alter.
Okay. Oh, das ist ja ein Feinraum. Oh! Ich renne hier einfach durch! Okay, das habe ich. Oh! Leck mich! Necrif, lass das! Alter, geh da bitte weg! Geh da bitte einfach weg! Lass mich hier raus! Bitte geh weg! Bitte geh einfach nur weg! Alter, da kommt mir immer näher! Ich kann gerade nichts machen! Oh! Scheiße! Ey, wenn der sich jetzt nicht verpisst! Oh, bitte, Necrif, geh doch einfach weg! Der geht nicht weg! Ich will auch nicht versuchen, jetzt an ihm vorbeizulaufen. Ich muss es probieren, wenn er nicht bald weggeht. Ich will da vorne an die Ecke, weil da kann ich mich so ein bisschen in die Kuhle reinstellen, sage ich mal. Das ist ja natürlich jetzt richtig mies, ne? Warum? Warum? Mann, das ist doch... Das ist so gemein gerade. Also wirklich. Das ist ja richtig arschig. Ich kann nichts machen. Ich laufe jetzt mal langsam vorwärts. Und hoffe, dass er ein bisschen weiter hinter teleportiert. Wenn er mich jetzt killt, dann ist es aber ein Bug geschuldet eigentlich. Also das ist nicht normal. Jo, der geht nicht mehr hier weg. Das ist nicht normal. Oh, endlich. Hier in die Ecke. Komm, jetzt geh ein bisschen weiter. Alter. Das ist nicht normal, was der gerade macht. Das ist irgendwie verbuggt gerade. Komm, teleportier dich doch mal da rein. Ich stell mich jetzt mal hin. Also sorry, das ist nicht normal. Also ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Jetzt bin ich zwar hier in dem Gang, aber der geht immer noch nicht weiter hinter. Ich laufe mal auf die Seite. Boah, ich habe das jetzt einfach mal ausgenutzt, dass der so ein bisschen abseits stand gerade mal. Okay, das war ja eine mega beschissene Situation. Das hatte ich ja auch noch nie, ey. Dass der einfach wirklich an der Stelle bleibt. Wie krass ist das denn? So, jetzt gucken wir nochmal nach Aufträgen, ja. Ich will das Wort gerade nicht sagen. Verify past explorations. Ach, Mensch. Das kann man auch nochmal. Aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht wegen der Aufgabe, ne? Ich bin gerade echt überfragt, wo ich die noch machen soll. Ich habe kein Skelett oder so gesehen, weil das ist eigentlich ein Foto von einem Skelett. Dann nicht ganz komplett, tut mir leid, deswegen. So, warte mal. Fotoapparat brauchen wir nicht mehr. Feuerzeug brauche ich natürlich. Mach ich jetzt mal auf den neuen. Das Tablet brauche ich natürlich auch noch. So, und jetzt holen wir uns noch die Amphoren, die anderen drei. Und dann geht's.
geht's los. Okay. So, und ab hier kann man das Licht anmachen. Weil hier runter kommt Necrif nicht. So, was haben wir für ein Rätsel? Jetzt müssen wir hier ein Rätsel lösen. Ach, das ist... Das kenne ich schon. Das ist hier nur ein bisschen anders aufgebaut. Okay, ich mache erstmal das Licht an. Ich will hier natürlich genug sehen. So. So. Du musst die Kristalle so drehen, dass du alle Kristalle beleuchtest. Den machen wir jetzt hier noch. Nein. Den machen wir noch da. Den. Dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Der da fehlt noch. Okay, Mist. Fehlt leider noch was. Weil der eine da in der Ecke fehlt mir noch. Na, dann nehme ich den hier mal. Mach den... Nee, auch nicht. Wie komme ich an den ran? Warte mal. Ich drehe nochmal so. Ich glaube mit dem hier, ja? Nee, auch. Wie kommt man an den hier ran? Mit welchen? Mit dem hier vielleicht? Nee, auch nicht. Oder gleich mit... Ah, mit dem hier müssen wir das gleich machen. Okay, alles klar. Ja, jetzt geht der doch aber nirgendwo hin. Er geht nur wieder zum Anfang zurück. Und sonst trifft er keinen. Sag mir jetzt bitte nicht, ich habe einen Bug hier, ey. Dass man das nicht lösen kann, ey. Oder muss ich... Ach, das geht... Oh, Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon. Huh. Okay. Also nochmal. Dann muss der natürlich jetzt gerade hier. Macht mir das schon einen Schaden? Nee. So. Oh, ich dachte jetzt schon. Muss ich es nur umgekehrt machen. Ah, jetzt haben wir's. Okay. So, Tablet brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, dann würde ich sagen... Necrif, der letzte Kampf kommt. Geht's. Uns fehlt nur die eine einzige Aufgabe. So.
So, Freunde, die hier zuschauen, das wird jetzt nochmal das große Finale. Alles platziert. Und jetzt kommt nochmal das Finale. Möge es beginnen. Necrif. You shouldn't do that. Oh doch, das mache ich, mein Freund. Seele gefangen, langsam, und du musst den Altar jetzt dabei beschützen. Insolent Wumps! Und jetzt muss ich das den Altar beschützen, weil jetzt hier überall Mumien spawnen. Wir dürfen den Altar nicht erreichen. Sehr nice. Sieht gut aus. Hölle, wo du herkommst, mein Freund. I will have my vengeance. Nicht dieses Mal. Und damit stehen's 1-1. Brutal Arch mit Timer und fast alle Objectives. Und die Erfahrung, das Gold, was man dafür kriegt, das ist einfach nur legendär, ey. Du wirst wirklich heftig belohnt. 3600 Gold, 2100 Erfahrung. Einfach mal von Level 89 auf 91. Ja, das mit Deacon war natürlich sehr unlucky, aber so ist es halt. Guter Move von ihm. Das mit Necrof jetzt am Ende, das war auch ziemlich beschissen. Also muss ich einfach mal sagen, das war schon echt nervig. Golden Pot of Anubis acquired. Alter, das bringt auch richtig Knete, ne? Geil, geil, geil. Immer mega geil, so eine Runde. Also ich kann das Spiel uneingeschränkt empfehlen für alle Horrorfans. Richtig, richtig gutes Spiel. Liebe geht raus an die Entwickler. Einfach übel geil, was die mit dem neuen Update wieder mal auf die Beine gestellt haben. Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht nochmal bis zu einer nächsten Folge von Forewarned. Ich weiß es noch nicht genau, wie viele ich davon hochlade oder ob ich dann immer so eine Runde hier mache. Ach, jetzt hat man die Dinger hier auch. Interessant. Die sammelt man auch also mit der Zeit. Ja, geil. Hab ich ja noch einiges zu tun. Weil natürlich habe ich schon alle Lore-Pages und so weiter und natürlich auch alle Rare-Artifacts und sowas. Die kriegt man relativ schnell zusammen. Aber ja, Daumen hoch, ey. Dann Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Tschüss.